So. Mal ganz kurz jetzt hier. Ich muss mich mal ganz kurz hier heilen. Das kann ich anscheinend nicht auf dem Flur, weil hier irgendwelche Bullen hier rumlaufen. So, also. Zack, Medikit. Nein, ich möchte das Medikit nicht bauen eigentlich. Ich wollte eigentlich tatsächlich. Schwibbidi-schwapp. Okay, verstehe. Und wenn ich doch hier hingehe und dann loslasse. Jetzt habe ich es. So, und jetzt heile. Wunderbar. Schön rein hier 100 Zeug. Jetzt geht's besser. Vielleicht könnt ihr gerne noch mal ganz kurz gucken, ob ich jetzt eine EMP-Mine bauen kann. Nein. Na, war ja klar. Nein. Das geht natürlich nicht. So, schauen wir mal kurz. Da müssen wir lang. Dann hoffe ich mal, dass mir jetzt nicht so viele Androiden jetzt hier noch entgegenkommen. Geschweige denn ein Alien. So. Haben wir das Alien heute schon gesehen? Nein, noch nicht. Wir spielen seit, naja, ich sag mal 20 Minuten. Wir wollten einen Funkspruch zur Saxon absetzen irgendwie, ging aber nicht. Wurde geblockt irgendwie und wir haben wieder Blühen, nichts ging mehr. So, jetzt muss ich mich mal tatsächlich ganz kurz mal orientieren hier. Okay, da müssen wir hin. Gut. Gut, 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 gut. Das können wir tun. Hier sieht man so einen kleinen Kasten irgendwie. Schauen, ist da was drin? Nein. Achso, das Ding jetzt wegen uns auf. Oh, ich dachte schon, na. Besuch, Hallöchen. So, okay. Ja, so ist die Ladungskapseln. Wir brauchen Sensoren. Schauen wir mal. Wo? Oh. Okay, das sieht entspannt aus. Speichern, denn man weiß ja nie. Gott sei Dank geht der Speicherprozess hier sehr, sehr schnell irgendwie. Kann mich daran erinnern, dass der auf der PlayStation 3 damals, wo ich das Spiel zum ersten Mal mir so angeguckt habe, also wirklich nur die ersten 20 Minuten oder 30 Minuten, ewig gebraucht hat. Das hat richtig lange gebraucht zum Speichern. Das war echt nicht geil irgendwie. Schon leicht schreckhaft. Ja, das ist, meinst du mich jetzt damit, Herr Junge? Weil wenn ja, kennst mich ja. Bin jetzt nicht so der Straight Edge Typ hier irgendwie. Der, oh, das ist aber, das hat mich jetzt etwas, das hat mich zucken lassen. Okay. Wer steht da jetzt? Ja, dich. Hm. Na komm, deswegen schaltet ihr doch ein irgendwie. Ihr wollt doch jetzt hier nicht so eine Salzsäule sehen. Komm, schau einfach durch das Fenster weiter. Sieh mich nicht an. Weiter geht's. Ich muss jetzt erstmal. Jetzt kommt der Jona an. Da war ein Geräusch im Lüftungsschacht, oder? Ich, jetzt hör auf, Alter. Hör auf. Bei mir ist schon gerade der Stift. Aber hier, das Problem ist nicht nur der Typ da, sondern um die Ecke steht Verona. Also würde ich das jetzt mal interpretieren. Wenn ich mir den. Sind jetzt hier drei? Ey, das Spiel hat so eine geniale Atmosphäre, muss man mal sagen. Das ist wirklich echt der Hammer. So, geh jetzt hier vorbei. Zieht durch! Hab ich jetzt gesehen? Oh, bitte nicht, bitte nicht. Ja, da steht einer. Schnell, 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 schnell. Hurry, hurry, Mr. Curry. So. Schweinehaupt. Die sehen doch echt krass aus, so mit den roten Augen, wa? Irgendwie diese Phantomas-Maske, die jetzt hier nur so aufblättert, irgendwie am Hals. Ekelhaft. Einfach ekelhaft. Kennt man die Apollo-KI vielleicht umprogrammieren? Ja, das wäre tatsächlich sehr sinnvoll, aber ich bin halt auch, glaube ich, hier nur ein Mechaniker. Ich weiß nicht, ob also Ripley dafür jetzt hier befähigt ist.
Ja! Dies könnte meine Aufmerksamkeit bedürfen. Was? Hau ab. Scheiße. Scheiße. Na. So, das war jetzt so semi-geil. Aber muss auch mal einen abliefern hier. Ne, wo will ich hin? Hier. Hier vor die Welle gemacht und dann hier eine Sackgasse gelaufen, Alter. Oh, mehr Schwein als, also mehr Glück als Verstand jetzt gerade ihr habt hier. Meine Fresse. Okay, nehmen Sie den Transit zum Skimmeton. Okay, alles klar. Das ist ein Alien, oder? Holy moly, ey. Oh, nee. Ich bin gerade ein bisschen erschrocken vor der Tür. Krass. Der Sensor. Ja, ein Sensor. Hurra. Sensor. Schrott. Okay, können wir auch nehmen. Das passt. Oh Gott. So, wo ist denn zum Skimmeton? Achso, zur Transitstrecke müssen wir. So, gerade trotzdem smooth vor mich hinlaufen. Können wir schon coole neue Sachen bauen? Ja, wir haben eine Sache mit dazu gefunden, und zwar eine EMP-Mine. Die natürlich wahrscheinlich sehr, sehr effektiv gegen die Hiwis ist. Leider fehlen uns da noch ein paar Sachen, um die zu bauen. Und die Frage ist halt auch, wie effektiv die ist. Also, ja, EMP versteht ich tatsächlich drunter, irgendwie zünde das Ding oder die treten in diese Mine rein und das war's denn tatsächlich, dass die Schaltkreise dann wirklich im Arsch sind. Oder ob sie halt nur gestunt werden, das weiß ich jetzt natürlich auch nicht so richtig. So, steht denn hier irgendwo, warte mal, Solomon Skimmetower. Hier muss. So, okay, dann können wir nochmal schnell speichern, ne? Wenn du der speichert, der kommt weiter. Technischer Supportdienst und Gemini Exoplanet Solutions. Okay, ach, schön. Der ist jetzt aber ein bisschen zügig da gewesen. Freut mich ja mal. Auf zum Skimmeton. Ui, nice. So, mit dem bastelten Verstecken ist nur eine vorübergehende Lösung. Oh, verdammt. Kampf ist auch nicht so gekommen. So. Sie Samuels. Mit einem EP würden doch alles in der Umgebung betroffen sein, oder? Ja, dann geht auch Licht etc. raus. Theoretisch ja. Faktisch ja. Tatsächlich so wie wir ein EMP heute. Haltestelle für San Cristobal Krankenstation und Sie. Taylor ist hier drüben. Na, zeig mal. Na, Taylor? Ripley? Wo tut's denn weh? Ist das Ripley? Ja. Zeig mal. Was ist denn da los? Ruhen Sie sich aus. Wie geht es ihr? Sie muss versorgt werden. Die Krankenstation ist in der Nähe, aber ich wollte sie nicht alleine lassen. Ich werde nachsehen. Mal sehen, was sich finden lässt. Sie bleiben bei mir. Krankenstation, echt? Ich werde versuchen, den Funkverstärker zu reparieren. Was, wenn diese Kreatur kommt? Verstecken. Unbefugter Sicherheitsverstoß registriert. Transitsystem auf Anweisung Apollos abgeschaltet. Nein, die KI hat die Transitzüge abgeschaltet. Die setzen uns hier fest, ey. Wir haben keine Zeit zu verlieren, Ripley. Ja, nicht gut. Nicht gut. So, lass mich kurz mal einen Blick auf die Karte werfen. Die ist natürlich noch komplett unentdeckt. So. Also wir waren hier noch nie, ne? Skimmet. Death bodies everywhere. Death bodies everywhere. So, hier kommen wir noch nicht durch. Nee, Plasma-Schneider.
wunderbar, schön. Sie, hey, Sie, brauchen Sie Hilfe? Ich brauche einen Arzt. Hallo? Ich brauche... Ich kann Sie nicht verstehen. Moment. Wie bin ich bitte? Lass ihn mal mit. Kommen Sie hoch. Ich habe den Fahrstuhl für Sie aufgemacht. Ach, der verfolgt mich über die Kameras, oder was? Na los! Trütteln Sie nicht so herum! Ich weiß nicht. Du bist mir skeptisch. Weiß ich nicht. Ja, die richtige Waffe. Man sieht wirklich, die Ladetexte sind auf Konsole abgestimmt, nicht auf PC. Also ich komme nicht hinterher. Bait, definitiv Bait. So, wie General Akbar sagen würde, it's a trap. It's a trap. So, zack. Revolver. Und ich würde tatsächlich gerne mal reload. Alter, das ist aber eine lange Nachlade. Vergessen Sie die Tür. Die Marshals haben alles abgeriegelt. Nutzen Sie den Lüftungsschacht. Ja, 2-5. Was soll schon schief gehen? Was soll schon passieren, ne? Wer weiß. So ein bizarrer Kannibale oder sonst irgendwas. So, ich schaue mich mal kurz hier um, was ich hier so finde. Gibt es hier noch irgendwelche Lüftungsschächte oder irgendetwas? Ah, hier haben wir noch eine Lüftungsschacht. So, finden Sie einen Weg in die San Cristobal-Station. Na, wahrscheinlich wird das denn der Weg sein. This is the way. Guck mal ganz kurz hier vorne noch die Tür, ob ich auch durch die Tür kommen könnte. Nein. Also, ab in den Lüftungsschacht. So, auf geht's. Iris öffnen. Koordinaten eingeben. Ich schließe den Schacht. So. Ist aber schön, Duster. Nur um uns aufzumuntern. Na, 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 na. Von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 15 Uhr. Vielen Dank. Okay. Hier haben wir Lüftungsschacht. Okay, sind wir reingeklettert. Zum primären Fliegebereich. Können wir die Tür hier vorne öffnen? Nee, hier brauchen wir wahrscheinlich eine Plasma. Schlüsselkarte brauchen wir hierfür. Schau mal an. Okay. Öffnen sich nicht. Ob sie hinter irgendwas versteckt ist? Oh, vielleicht sollte ich nicht rennen. Es lief schon mal besser bei uns. Ja. Ja. Wo ist denn Jena? Quatscht er jetzt die ganze Zeit nur über Kamera mit uns, oder was? Ah! Oh. Ich bin Coleman. Ripley, ich brauche einen Arzt. Ich bin Arzt. Meine Freundin braucht Hilfe. Medizinische Vorräte. Ich auch. Auf dieser Ebene gibt es kein Sanitätsgut. Aber es sind reichliche in der Arzneiausgabe unten. Und wie kommen wir dahin? Wir? Sehe ich so aus, als wäre ich dazu in der Lage. Ich brauche Ihre Hilfe und Sie brauchen meine. Finden Sie zuerst den Zugangscode für den Wartungslift und dann komme ich mit Ihnen nach unten auf die Krankenstation. Zugangscode? Ja, ich kann Ihnen Anweisungen von hier aus geben. Molly oder Lingard müssten den neuen Zugangscode gehabt haben. Mollys Büro ist am wahrscheinlichsten. Okay, Molly. Ja, dann nehme ich erstmal schnell hier eine Zeitung vom Lesezirkel und warte denn, oder was, wa? So, was haben wir? Ach, Komponente. Noch eine Zahnpasta mit denen? Wunderbar. Können wir einmal hier brauchen. Schnell was gebastelt. Kann man eine EMP-Mine bauen? Nein, uns fehlt noch ein Sensor. Wie schade. Das ist blöd. Können wir was anderes bauen? Blendgranate, Rauchgranate. Geräuschmacher würde ich noch bauen. Na ja, komm. Ich denke mal, so ein Geräuschmacher ist auf jeden Fall eine coole Sache bei den Alien. Um das einfach abzulenken. Das haben wir wenigstens eh. So, hier können wir rein. Hier kommen wir nicht durch. Ja, dann werden wir wohl reinklettern müssen. So, dann tun wir's. Let's do it. For America. Geil.
ich wäre in Elien Präsenz zu panisch, um irgendetwas Taktisches zu machen. Ja, dir bleibt ja keine andere Wahl, Herr Junge. Das ist, wenn du hier panisch wirst, wart das. Wenn du hier nur einen falschen Move wahrscheinlich machst, war's das. Das Einzige, was geht? Hide. Aber selbst Zipt hilft wahrscheinlich auch nicht. Auf Dauer. So, ja gut, ich würde sterben. Ja, dann erben wir alle zusammen. So, Hebel benutzen. Tun wir es. Rechte Maustaste und Klinke drücken. Auf geht's. Kenne ich gerade? Nee. So, vielleicht Déjà-vu. Oh. Jojo, hey, grüß dich! Willkommen bei Alien Isolation! Ja, das hat's. Das hat's jetzt gerade richtig gebracht, der Move. Oh, Käse. So. Kommen wir denn hier vorne? Da kommen wir nicht durch, da kommen wir nicht durch. Hä, wo soll ich denn jetzt lang? Jetzt was übersehen? So, hier kann ich... rüber? Okay, hier mal lang. Ah, dieses Design. Dieses Design ist einfach... wirklich. So, hier bin ich ja rausgeklettert gekommen. Ja, hier ist jetzt der Sensor, ja. Hm. Okay. So, gut, Sackgasse. The Dead End. So, hier komme ich wieder zurück. Bin ich denn durch diese Tür, komme ich hier durch? Kann ich das übersehen? Mich wirkt die jetzt etwas zu. Verschlossen. Da gucken wir nochmal. Nee, ist natürlich offen. Ja, nee, die meinte ich gar nicht. Die meinte ich eigentlich da hinten. Oder können wir hier was machen? Ah, eine Notfallüberbrückung. Ah, alles klar. So, dann wollen wir mal. Ja. Na los. Also arbeiten wir am besten zusammen, oder? Beiderseitiger Vorteil. Team. Fusion. Ja, Jojo, wir haben gestern damit angefangen, irgendwie kurzer zusammen. Rafa, wir sind die Tochter von Alan Ripley, irgendwie, der Sigourney Weaver aus dem ersten Teil von Aliens, irgendwie. 15 Jahre später und wir suchen quasi unsere Mutter. Dieser Bereich war für unsere instabilen Patienten, die mit der Anpassung an den Weltraum Probleme hatten. Sagen Sie mir einfach, wo tragische Fälle. Instabile. Schön. Schön! Na, das ist doch mal fein. Instabile Patienten. Schön. Schön. Oh. Wirkt es nicht, wenn man mich ignoriert, Morley. Verstanden? Nein, nein, das ist der falsche Weg. Wenn ich die neue Ausgabe benutzen wollte, wurde mir der Zugriff verwehrt. Wie soll ich bitte meine Arbeit machen, wenn Sie und Lingard meine Zugangsprivilegien widerrufen? Einige meiner Patienten werden ohne Medizin angesichts der heiklen Lage auf der Station. Ich werde es nicht zulassen, dass das Wohlbefinden der Patienten gefährdet wird. Dies ist eine offizielle Warnung. Und damit das klar ist, ich habe kein Problem. Tragische Fälle, wirklich. So weit weg vom Rhythmus der Erde. Von Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Alter, er hält sich selbst ins Wort. Tragische Fälle, aber Morley hat zu viel Zeit mit ihnen verschwendet. Die hätten nie hierher kommen sollen. Niemand hätte je hierher kommen sollen. Ja, das hört man sehr häufig in Alien-Filmen. Ja, und Jojo, wir sind auf der Sevastopol, einem dieser Ort war so viel Raumstation. Als ich hierher kam. Eine Tragödie, eine Verschwendung meines Talents. Wo hier tatsächlich eine Menge schon im Arsch ist irgendwie. Wir haben ein Alien hier an Bord. Ganz genau, diesen kommen wir entlang. Hallo? Links oder rechts? Tja. Schnell den Walkman rausgeholt und das Schloss geknackt. Da. So.
Eins. Zwei. Drei. Und offen ist die Tür. Wunderbar. Sie sind da. Das ist Morlins Büro. Der Zugangscode müsste irgendwo hier sein. Okay, alles klar. So, ich gehe mal von aus. In diesem Terminal. Versteckt. So, Medikamentenmangel. Dr. Lingard, wir benötigen hier Stimulantien-Nachschub. Uns geht der Vorrat aus und noch dazu scheint Coolman das Zeug wie Süßigkeiten zu verteilen. Den Logs nach war er diese Woche schon 16 Mal in der Arzneiausgabe. Wir müssen die Medikamente rationieren. Die Bevölkerung von Sevastopol wird mehr und mehr brauchen, je näher die Stilllegung rückt. Können Sie mit Coolman reden und herausfinden, wohin die Medikamente gehen? Ups. Ja. Freigabe, Quarantäne der Krankenstation. Haben Sie den Zugangscode gefunden? Jetzt brauchen wir noch die Schlüsselkarte. Morley trug immer eine bei sich. Finden Sie ihn. So, da haben wir schon einen Code, und zwar 1702. Warnung. Quarantäneverletzung in der Krankenstation registriert. Warnung. Keine Sorge, ich versuche nur herauszufinden, was das ist. Konzentrieren Sie sich auf das Finden der Schlüsselkarte. Scheiße. Was wird das wohl sein? Quarantäneprotokoll, San Cristobal Krankenstation, aktiv. Der Zutritt zum primären Pflegebereich ist ausschließlich Marshalls und Führungspersonal gestattet. Universeller Zugangscode der Anlage 1702. Systemscans zur Entdeckung möglicher Quarantäneverletzungen erfolgt alle 15 Minuten. Okay, ist das jetzt ein Autoalarm gewesen für die Quarantäneverletzung, oder? So, Vorposten des Fortschritts. Teil 3. Sevastopol, ein Vorposten des Fortschritts von Newell Jones. Beunruhigte Anwohner, entschuldige ich bitte. Das Recht, Waffen zu tragen, hat sich auch im Kolonialweltraum durchgesetzt. Allein, verwundbar und Lichtjahre von Gesetzesvollzug entfernt. Wer konnte den Reisenden schon die Möglichkeit verwehren, sich selbst und ihre Familien zu beschützen? Die Schattenseite dieses Arguments ist Sevastopol, wo sich Verbrechen mit Schusswaffen häufen. USA! Okay! Sie dreht sich in einer vergessenen Ecke des Weltraums im Kreis. Die Bewohner sind deprimiert und niedergeschlagen. Wer es sich leisten konnte, ist schon vor Jahren abgehauen. Freunde und Nachbarn blieben zurück zwischen verlassenen Geschäften, rostigen Systemen und den vergessenen Träumen wirtschaftlichen Aufschwungs im Weltraum. Die Bewohner Sevastopols fühlen sich getäuscht. Angelockt vom Unternehmen, die nicht wahrhaben wollten, dass die Weltraumblase kurz vor dem Zerplatzen stand. Sie sind wütend, verzweifelt und zusehends gespalten. Das jüngste Vorgehen der Colonial Marshals gegen den Schwarzmarkt verstärkte die Feindseligkeiten. Die Station scheint jeden Tag ein Stück näher in den Abgrund zu rücken. Tja, wird immer besser hier. Fehler und nichts. So, okay, alles klar. Und jetzt sollen wir eine Schlüsselkarte suchen? Oder was? Ja, Schlüsselkarte suchen. Ich kann ja gerade ja nicht sehen. So. Und Alarm ist nicht gut. Kein Lärm bitte. So. Oh. Uni. Nein. Luft anhalten, ja, ich muss ausatmen. Jetzt weg? Nein, ist es nicht. Instant die Frage beantwortet, Alter. Supergeil. Total schau. Der marschiert jetzt hier irgendwie durch die Räume, oder was? Nein, ich bitte nicht. Oh Gott. Oh nein, ey.
Nein. Das Schlimme ist, ich wüsste jetzt noch nicht mal, wo ich hin muss. Ich muss jetzt hier irgendwo in dem Areal eine Schlüsselkarte suchen. Ich muss jetzt hier irgendwo den Morley finden. Oh, fuck. Ey, bitte seh mich jetzt nicht. Bitte, 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 bitte. Nun flink, nun flink. Nun aber hurtig. Nein, er kommt wieder zurück. Er kommt wieder zurück. Oh, wie? Na, da ist er. Nein, bitte sieh mich nicht. Bitte sieh mich nicht. Bitte schnell hier rein. Oh mein Gott. Hast du den Raum schon komplett abgesucht? Den mit dem Zugangscode? Ja, da, also da war jetzt keine Zugangskarte noch im Raum. Kann ich jetzt... Ja, kann drauf zugreifen. Schön. Ah, okay. was ich mich eigentlich mal frage, irgendwie hören tatsächlich die Feinde die Piepse des Bewegungsmelders? Also des Bewegungsdetektors? Ich würde jetzt mal rein. Ich kann ja jetzt nicht ewig drin bleiben. Hä? Wo hänge ich jetzt hier? So. Oh fuck, oh fuck. Oh. Und schon bin ich wieder im Schrank drin. Willkommen, liebe Freunde, beim Schranksimulator. Oh, wäre schon ironisch, wenn das Gerät, das hier helfen sollte, dich verrät. Ja. Ist ja wie die Taschenlampe in Silent Hill, ne? Irgendwie hilft dir was zu sehen, aber du musst halt von allen die sehen. Der scheint hinter mir zu sein. Ich kann jetzt hier nicht ewig drin bleiben, das ist so ein bisschen das Doofe. Weil irgendwann wird er mich finden. Was ist das hier? Zugangscode einnehmen. Oh, schnell. 1702. Nee. Mach Tür zu. Mach Tür zu. Schnell mach Tür zu. Nimm Karte. Mach Tür zu. On Duty Doctor. Schakalaka. So, was haben wir hier? Oh! Hier Augenarzt oder was? Jo, wo kann ich hier meine Urinprobe abgeben? Ist das eklig? So, wo sind. Was für ein Areal haben wir denn jetzt hier? Boah, du Scheiße, das ist jetzt alles hier noch zusätzlich dazugekommen. Okay. Na dann, schwebeln wir mal weiter hier. Kommen wir mal durch. Staff Quarter. Rehabilitation Klinik. Schrott sammeln. Hm, ja, das bringt mir jetzt natürlich nicht so viel. Oh, 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 he's here. So schnell und dann schreibt das. Das bringt was vom Alien. Oh, Mann, ey. Und Vater, bei hier hast du jetzt aufgehört, wa? Hier hast du jetzt gesagt so... Fall ich's raus. Oder was? Oh! Da ist er! Da ist er! Da ist er! Ah, oh, wo ist Benny, wenn ich mal brauche? Come on, come on, come on. Zu einer Nasenuntersuchung. Scheiße. So, warte mal, er geht jetzt hier raus. Dann würde ich jetzt mal versuchen, hier hinten in den Raum zu gehen. Ey, der kriegt mich doch. Oh, ha. So.
Ladungspaket, ja, das bringt mir doch jetzt hier nichts. Freunde. Oh. So, haben wir hier vorne vielleicht irgendwas? Mann, das ist aber auch nervenaufreibend hier, ey. Also, ich finde das gerade richtig heftig. Aber, Zeit für Loot ist immer. Können wir noch eine Karte ziehen? Beim letzten Versuch bin ich panisch weggerannt. Kann ich vollkommen, den Impuls kann ich komplett nachvollziehen. Falla. Oh, jetzt wieder so ein Striptease nochmal hier.